Wir schreiben das Jahr 2015 und eine Frau namens Nancy hat soeben bei einer Auktion einer amerikanischen Behörde eine Tasche ersteigert für $995. Eine Gucci-Tasche? Nein, Wolfgang, wenn du jetzt so weitermachst, lese ich dir auch nichts mehr vor. Waren Sie schon mal im Bad? Die Tasche, die Nancy ersteigert hatte, stammt angeblich von einer Mondmission und wurde angeblich dafür verwendet, Gesteinsproben vom Mond zu sammeln. Da Nancy auf das Wort angeblich allerdings leicht allergisch gewesen ist, schickte sie die Tasche im Handumdrehen zu NASA. Die Tasche wurde tatsächlich bei der ersten Mondlandung von Neil Armstrong persönlich benutzt. Keine Ahnung, wie sie die überhaupt bekommen konnten, aber wir behalten sie jetzt. Was? Also verklagte Nancy die NASA und gewann. Mit der Tasche wieder vereint versteigerte sie diese und bekam sogar ganze $1,8 Millionen. Das ist eine Gucci-Tasche! Hörst du überhaupt zu? $1,8 Millionen waren aber keine $4 Millionen, die ursprünglich vor der Auktion geschätzt wurden. Also verklagte Nancy die NASA erneut, denn sie meinte, NASA hätte durch die Entnahme der Mondsteinchen zum Testen die Tasche weniger wertvoll werden lassen. Nancy konnte sich mit der NASA außergerichtlich einigen. Sie bekam nochmal $50,000 und dazu die Teststreifen, die NASA zum Testen benutzt hatte, wo noch ein bisschen Mondgestein drauf war.